Darf ich Sie mal ganz kurz fragen? Sie haben da bestimmt gestern Fußball geguckt. Was haben Sie von unserer deutschen Elf gehalten gestern? Wie waren Sie aufgestellt? Wie haben Sie sich geschlagen? Ja, ich fand, die waren ein bisschen müde drauf. Ne? Und die Engländer, die hatten mehr Power. Da war mehr dahinter. Und das ist eben dann das Ergebnis. Ne? Was sagen Sie, zu Recht verloren oder haben die Jungs sich angestrengt? Zu Recht verloren. Was hätte man besser machen können? Die Aufstellung, die Dreierkette. Warum nicht das gewohnte Vierer? Ich fand es nicht so prickelnd. Wie waren die Jungs denn generell bei dieser EM? Hätte Yogi schon vor einigen Jahren seinen Rücktritt bekannt geben müssen? Auf jeden Fall 18. Hätte er nach Russland sagen müssen, das war's. Was wünschen Sie sich für die WM, die ja jetzt bald auch wieder vor der Tür steht? Ich glaube, mit dem neuen Trainer wird es klappen. Da werden wir wieder ganz oben stehen. Was sagen Sie, war es zu Recht, dass Deutschland verloren hat? Mit der Leistung war es zu Recht gewesen. Hat sich das ganze Turnier durchgezogen und hinterher ist ein bisschen unglücklich, aber ist so. Was sagen Sie denn, was hätte man besser machen können? Woran lag es? Ja, ich glaube, die Einstellung hat ein bisschen gefehlt. Man war selbst noch von sich überzeugt und konnte die deutschen Tugenden nicht auf den Platz bringen. Sie hätten Kampf, Einsatzwille. Sie hätten vielleicht sich mal an der U21 orientieren sollen. Sprich Dorsch, der so geackert und gekämpft hat. Also, und unsere Nationalmannschaft, die sind so satt irgendwie. Da war der Wille nicht, der Kampf nicht. Absolut. Also wir waren sehr enttäuscht. Ich sag mal so, die ersten 4, 5, 6 Minuten waren ja sehr, sehr spannend, wo man gedacht hat, oh, mit links, ne? Aber dann auf einmal kam dann schon die Wende, oder? Was sagen Sie? Absolut, ja. Also der Kampfgeist war am Anfang da, aber dann nach einer Viertelstunde war dann nichts mehr. Dann haben die Engländer sich dann auch reingehauen und man hat ja im Vorfeld gehört, dass sie eigentlich bis in die Haarspitzen motiviert wären. Aber das war halt nur die erste Viertelstunde. Schade eigentlich. Sie haben sich doch bestimmt gestern Abend auch das Spiel angeguckt. Wie waren unsere Jungs aufgestellt? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Absichtlich nicht gesehen, weil Sie schon enttäuscht waren? Vielleicht. Oder eine Vorahnung hatte. Also ich habe es mir nicht angeguckt. Sind Sie denn sonst Fußballfan? Ja, eigentlich ja. Aber die Europameisterschaft geht mir ehrlich gesagt... Wir verstehen es, alles klar, dankeschön. Ja, es war natürlich schon enttäuschend in der Rückblende, aber ich denke, dass das so ein 50-50-Spiel gewesen ist. Also wir hatten 2, 3 gute Chancen und wenn wir die machen, läuft das Spiel vielleicht ganz anders. Gerade die erste Hälfte waren wir wesentlich stärker, in der zweiten Hälfte waren wir anfälliger gewesen, hatten wir defensiv ein paar Schwierigkeiten gehabt und offensiv auch weniger Aktionen. Aber... kann man leider nichts machen. Definitiv Fußballfans, Spiel auch geguckt. Sehr spannendes Spiel. England hat auch gewonnen, 2-0. Ich war eher auf der Seite für England. Warum das? Warum nicht, ist die Frage. Ich glaube, Fußball ist ja aus England. Und der Spaß am Sport macht der Spaß. Ich habe eigentlich gehofft, auf dem Elfmeterschießen so lange bis zur, ich glaube, 80. Minute ging es auch ungefähr so hin. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht auch mal die Engländer? Was muss denn passieren? Ich meine, nach EM steht die WM direkt auf dem Plan. Was muss für unsere deutsche Elf, was muss passieren? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, wo 92 Millionen Bundestrainer jeder eine andere Idee zu hat. Ich glaube, jetzt erstmal 2, 3 Wochen in Ruhe sacken lassen und dann mal analysieren. Wem fiebert man denn jetzt mit, wenn Deutschland raus ist? Ich bin ja dann immer für den, der uns rausgeschmissen hat. Also ist jetzt England unser Favorit? Ja, England ist bei mir auch der Favorit, aber ich denke, jetzt bin ich für die Schweiz. Nach dem Spiel gegen Frankreich hat man da auf jeden Fall Sympathie für die Mannschaft gewonnen.